Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Entschuldigt, dass es in den letzten beiden Tagen keine Folge gab. Lag nicht wieder am Mikrofon. Nein, ihr hört, das funktioniert noch tadellos bisher. Sondern ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Unter anderem mit neuen Komponenten. Und das zog sich jetzt, weil ich auch sehr wenig Zeit an sich schon für mich hatte. Oder überhaupt hatte ich halt dazu dann noch zusätzlich keine Zeit, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Aber jetzt geht's auch hier wieder weiter. Ich freue mich sehr. Ich bin schon mal vorgeflogen nach Quinz und gestern Abend hätte ich tatsächlich noch eine Folge machen wollen. Nur leider war Quinz gerade abgeriegelt. Ja, das heißt, man konnte hier nichts machen. Keine Mission und so weiter. Der Warenmarkt, der war glaube ich schon wieder offen, aber es gab weder normale Missionen noch Passagiermissionen. So, was wollen wir machen in Quinz? In Quinz, das ist die Hauptstadt oder das Hauptzentrum, ja, oder das Zentrum des Imperiums. Imperium sind wir Rang Herzog und gerade mal bei 4%. Ruf von 79%, das ist soweit okay. Das heißt, wir bekommen auch ein paar gute Missionen. Denn hier vor Ort, hier war ich schon mal, schon ein bisschen her. Und zwar sind wir hier verbündet. Da nochmal verbündet, nochmal verbündet, nochmal verbündet. Also von 4 von 5 Fraktionen sind wir hier verbündet. Das heißt, wir dürfen eine ganze Menge guter Missionen bekommen oder Passagiermissionen. Denn den Rang können wir ruhig mal so ein bisschen pushen und da können wir auch von mir aus ein paar verschiedene Missionen jetzt immer mal anfliegen. Ich bin mit dem Beluga-Liner vorgeflogen. In dem saß ich gerade halt noch drin und der hatte eine gute Sprungreichweite. Da hat es nicht ganz so lange gedauert, bis ich hier ankam. Aber ich würde... Ach so, die Dolphin hatte ich mir schon hierher bestellt. Ach so, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Na gut. Die Corvette würde ich... 13 Millionen. Die Corvette würde ich mir mal hierher ordern lassen. Für andere Missionen und dann vielleicht noch... Welche Anaconda waren das jetzt? War das die oder war das die Anaconda? Ja, ist egal. Wir holen erstmal die Corvette noch her, dass wir vielleicht was zum Kämpfen haben. Denn wir schauen mal in das schwarze Brett. Bin gerade rein ins Spiel. 7 von 13 Aufgaben könnten wir hier übernehmen. Was wäre das hier? Massaker-Mission könnten wir von mir aus gerne mal machen. Das Problem halt nicht mit dem Beluga-Liner, sondern dann eher mit der Corvette. Hier unten gibt es irgendwelche Bürgerkrieg-Scan-Missionen. Habe ich noch nie gemacht. Können wir von mir aus mal probieren. Muss direkt hier in Quinz irgendwo sein. Was hat er hier noch? Auch noch so eine Scan-Mission. Okay. Und unter den Passagieren, was gibt es da so? Okay. Ja. Quinz Touristenbarke. Was bekommt man denn? Biotech-Leiter. Das sind übrigens die Missionen, von denen ich letztens mal erzählt habe, mit denen man unter Umständen in kürzester Zeit enorm viel Geld machen kann. Die haben eine mittlere Verbesserung beim Ruf. Also darauf kommt es an. Wir brauchen eine gute Rufverbesserung. Desto schneller... Halt. Ja doch, ich glaube... Moment, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ruf, mittlere Verbesserung, Einfluss, kleine Erhöhung. Ich dächte... Schade, die haben gerade keine Spendenmissionen hier irgendwo, ne? Ne, das sind alles bloß die... Galens Aufstieg. Ich überlege halt gerade, war das der Einfluss, der dann den Rang nach erhöht oder die... Oder der Ruf? Ich glaube, das kam... Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Egal. Was ist das denn hier? Galens Aufstieg? Wo soll das denn sein? Ach, das ist direkt hier in Quinz. Na komm, dann machen wir das einfach mal. Ja, lasst uns da mal hinfliegen. Können wir noch was anderes mitnehmen. Wunderschöne Ringe. Oh, ist auch wunderschön weit weg. Ich habe mir was zum Explorer-Account überlegt. Erzähle ich gleich, wenn wir unterwegs sind. Ich hoffe übrigens, weil ich wirklich alles am System, ich habe Windows neu installiert, alles drum und dran musste ich neu installieren. Das hat ewig gedauert, die ganzen Programme und Einstellungen wieder vorzunehmen. Und ich hoffe, das haut mit dem Sound hin, dass der Ingame-Sound nicht zu laut oder zu leise ist. Könnt dann gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da was verändern soll. Noch ist ja nicht viel passiert. Aber ich denke, das müsste so passen.
6000 Lichtjahre entfernt. Okay, was hat er hier noch? Hier sind halt noch diese anderen Quinz-Touristenbarken. Viermal Waren, was würde ich denn hier bekommen? Modulterminals. Ja, auch die haben wir mal irgendwann gebraucht. Undercover. Nehmen wir nochmal mit. Lass uns mal die beiden mitnehmen. Und dann lass uns mal die beiden Touren fliegen. Ah, okay. Erstmal die beiden. Wir könnten noch mehr mitnehmen, aber ich will erstmal schauen, wie es so läuft. Oh, Hallöchen. Grüß dich. Und alle anderen natürlich auch, die ja gerade online sind. Quinz 3. New America ist der Zielkörper. Ach ja. Oh, jetzt haben sie auch meine Nachricht mit dem Elite-Handelsrang gelöscht. Das ist aber schade. Na gut. So, wo fliegen wir als erstes hin? Ach so. Ich habe gedacht, wir müssen auf einen landbaren Planeten. Stimmt, hier gibt es ja bloß den einen. Na gut, dann lasst uns mal los. Würde ich danach mal so eine Scan-Mission annehmen? Ich glaube... Ah, hier ist kein SAV drin. Boah, leichte Wegfindungsstörung hier beim Rausfliegen. Ich. So. Gut, dann machen wir die beiden Touristenwagen mal. Wenn nicht, dann können wir auch die Scan-Mission machen. Es könnte sein, hier ist sogar jemand von den Commandern unterwegs. Hinter mir. Vielleicht hat die Dolphin einen SAV-Hangar drin, mit der wir dann mal diese Scan-Mission machen müssen oder können. Können wir mal probieren. Aber so ein bisschen Rang steigern beim Imperium wäre gar nicht so schlecht. Tja, was ich jetzt eventuell vorhabe... Ich dachte gerade, warum taucht jetzt hier rechts von mir ein Stern auf? Aber das war jemand im Supercruise, der nur enorm nah dran war. Was ich mit dem anderen Explorer-Account nun vielleicht vorhabe. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Noch steht die ASP dort. Moment, ich muss noch was einstellen. Umlaufbahn aus. Ich habe Mikroflecht-Kühlschläuche dabei. Okay. Müssten wir mal verkaufen. Die Explorer, die ASP Explorer steht immer noch relativ kurz vorm Beagle Point. Um die 6.500 Lichtjahre sind das. Und ich komme da jetzt gerade wirklich nicht unbedingt weiter. Das wäre jetzt eine ganz schöne Qual, da andauernd mit der Synthese versuchen, irgendwie in Richtung Beagle Point vorzustoßen. Weil die halt eine relativ geringe Reichweite hat. Die ist ja nicht gepimpt. Eventuell würde ich mit der jetzt zurückfliegen, um überhaupt da in Bewegung wieder ins Spiel zu bringen. Sprich, ja, nochmal durch die Mitte und zurück zur Blase nach Toluku in Foden Orbital, dort dann die Daten alle abgeben. Oder eventuell in Colonia, da ist ja die Pax, die Pionier- und End-Explorer-Fraktion, die wir auch unterstützen könnten. Dass ich eventuell dort schon Daten abgebe. Entweder die Hälfte dort, die Hälfte in Toluku, weiß ich noch nicht. Ich setze mich da nochmal mit den Leuten in Verbindung, die da regelmäßig unterwegs sind. Aus dem Forum sind das einige. Falls davon jemand auch hier zuschaut, gerne was dazu in die Kommentare schreiben. So, da müssen wir hin. Jo. So würde ich das dann handhaben. Und dann mit dem Geld, was da zusammenkommt, und ich hoffe, das reicht, würde ich mir dann eine Anaconda kaufen und mit der dann versuchen, die höchstmögliche Sprungreichweite zu bekommen. Soll dann natürlich eine Explorer-Anaconda werden, auch mit Buggies und allem drum und dran, was ich halt gerade so fürs Exploren brauche, die eine sehr hohe Sprungreichweite dann hat, mit der ich dann auch zum Beagle Point leichter komme. Damit halt, wie gesagt, überhaupt wieder mal Bewegung im Explorer-Account ist. Ich würde da schon sehr gern hin, aber es ist schon eine leichte Quälerei für mich, dort wo ich jetzt gerade bin. Und nochmal einen Umweg von 22.000, 24.000 Lichtjahre fliegen, habe ich ehrlich gesagt gerade nicht so viel Lust. Dann fliege ich lieber zurück und komme dann später nochmal wieder. Wäre jetzt für mich auch nicht schlimm, wenn ich halt kurz vorm Ziel aufgeben müsste.
Quinns Touristenbarke, Touristenattraktion 457. Doppelplaneten sind immer einen Besuch wert. Und diesen sollten Sie sich nicht entgehen lassen, bevor Sie zur Freiluftwelt weiterreisen und die dortigen Attraktionen genießen. Ist das ein Doppelplanet? Ich habe jetzt bloß auf den geachtet. Wo ist denn der andere? Das ist ja dann Quinns 4, das ist, der ist da drüben. Ah, okay. Ja gut, leicht sieht man den sogar noch. Ja, aber ein schöner Planet. Muss ich noch was erledigen? Nö, bringen Sie mich zurück zum Millerport. Der auch? Die wollen beide zurück zum Millerport? Tatsächlich. Beide aktualisiert. Hä? Ist das der Bug, den hier manche ausnutzen? Tatsächlich, ja. Wird mir auch angezeigt. Okay. Gut, das habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so ist. Jetzt weiß ich auch, wie da manche schnell Geld machen. Okay. Werden halt wahrscheinlich so viele Scan- oder Touristenmissionen wie möglich angenommen. Eine Touristenbarke abgeflogen und dann kann man die alle anscheinend abgeben. Auf sowas habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Geht zwar schnell, aber möchte ich nicht machen, da versaue ich es mir dann. Dann mache ich das zwei, dreimal, da habe ich da keinen Bock mehr drauf und da verderbe ich mir dann mein Spielerlebnis. Das möchte ich eigentlich nicht. Wir gucken mal nach dieser Scan-Mission. Dieser Bürgerkriegs-Scan-Mission. Sind hier noch Kampfbereiche? Ja, weniger heftig, heftig, weniger heftig. Na gut, so, so. Wie kann denn sowas ins Spiel kommen? Also ich meine, überall woanders funktioniert es doch normal, oder? Ist das bloß in Quinns so, dass das verbuggt ist? Sehr, sehr merkwürdig. Mein Hauptproblem jetzt nach dem Aufsetzen von Rechner. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo zufällig die ganzen Einstellungen von OBS, das ist die Software, mit der ich immer streame, irgendwo habe. Weil das einzurichten würde auch noch mal ewig dauern. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht vorher. Das noch zu sichern, warum auch immer, ich weiß es gar nicht. Das könnte noch mal zum Problem werden. Das ist halt immer, ich mache mir dann immer eine Liste, bevor ich einen Rechner neu aufsetze. Auf irgendeiner Festplatte liegt dann halt ein Ordner mit Windows neu aufsetzen oder Windows neu installieren oder so. Und da sind dann halt die ganzen Programme, die ich brauche, drin. Mehr nicht. Und die werden dann nacheinander abgearbeitet, installiert und dann hat es sich wieder geschissen und dann ist es eigentlich okay. Und zusätzlich dann halt die ganzen Dateien oder Config-Dateien von gewissen Programmen, dass ich das halt dann nicht nochmal anders einstellen muss, sondern halt alle Einstellungen schon parat habe. Nur leider, dummerweise, von OBS habe ich es vergessen. Das Gute ist, ich habe die alte Festplatte noch mit dem alten Betriebssystem drauf. Da war Windows 10 drauf, auf dem alten. Hier jetzt auch. Aber das alte war bloß ein upgradetes von Windows 7. Und hier ist jetzt eine clean Windows 10 Installation drauf. Also die Festplatte habe ich noch, muss mal gucken, weil sonst, boah, scheiße, das dauert sonst wieder. So, mit Landecomputer landen oder ohne? Ach komm, ich land mal so. Wir kommen so schön gerade rein, das ist ja echt Wahnsinn. Gut angeflogen.
Mikrofon gleich. Ja, das war nun wirklich sehr, sehr simpel. Wir müssen erstmal die Mikroflecht-Kühlschläuche verkaufen, sonst habe ich keinen Platz im Frachtraum. Da. Was bringt einer 700? Okay. Dauert noch ein bisschen, bis die Korvette hier ist, sonst könnten wir auch mal kämpfen gehen. Genau, der Ruf ist dafür, oder der Einfluss? Ne, der Ruf ist, glaube ich, ausschlaggebend, dann auch für den Rang. Der Ruf ist ja hier für lokal und für die Supermacht an sich, fürs Imperium. Okay. Modulterminals, 4 Stück. Aktuell brauchen wir die noch nicht. Das heißt, ich könnte hier jede annehmen und bloß zu einer Touristenbarke fliegen und dann alle abgeben. Außer natürlich die hier unten. Das dürfte nicht funktionieren, oder? Glaube ich nicht. Ich glaube einfach, die Touristenbarken sind verbuggt hier in Queens. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. So, die Modulterminals kommen auch noch weg. Moment. Hui, hier bringt Pionit noch viel. Wer Pionit verkaufen möchte, hier in Queens. Toluku, da sind ja die Preise um 30.000 abgestürzt. Auch von über 70.000 auf irgendwas um die 40.000. Niedertemperaturdiamanten, auch nicht schlecht. Kann da jemand Bescheid geben, ob die mittlerweile häufiger zu finden sind? Nach meinem letzten Erkenntnisstand und Probebohrungen an Eisringen habe ich nicht einen einzigen gefunden. Nach über 2 Stunden Suche. Also deutlich seltener als Pionit zum Beispiel. Kann ja sein, dass die mittlerweile angehoben wurde, die Chance, die Dinger zu finden. Ich habe seit 2.3 da nicht mehr nach Ausschau gehalten. So. Hat wahrscheinlich... Das hat 2% gebracht. Echt? Wir hatten vorher 4%. Das hat... Die beiden simplen Aufgaben haben 2% gebracht. Okay, das ist natürlich krass. Aktuell bringt es uns natürlich überhaupt nichts, wenn wir höher im Rang steigen beim Imperium. Wir brauchen den theoretisch gar nicht, aber später kommen ja noch andere Schiffe hinzu, wie zum Beispiel irgendwann mal die Panther Clipper, was wohl auch so ein Riesenschiff sein soll. Weiß nicht, ob die zum Imperium oder zur Föderation gehört. Wahrscheinlich zum Imperium, ne? Wegen Clipper. Wer weiß. Und ja, und da bräuchten wir eventuell dann höheren Rang. Benötigt SAV. Ruf mittlere Verbesserung, Einfluss große Erhöhung. Sind das alles dieselben hier in Queens? Ja, ich nehme die jetzt einfach mal ganz frech an. Ich glaube, kann man von denen auch bloß 3 annehmen oder alle? Was gibt es denn hier für Waren? Mikroflecht-Kühlschläuche wieder. Ich nehme jetzt einfach mal die alle an, die hier gerade vorhanden sind. Und... geht auch noch. Okay. Der hat auch noch eine. Nehme ich die auch noch an. Geht nicht. Doch, geht. Nanu? Direkt okay. Nochmal, Kommandant, wir erhalten Meldungen, dass in diesem System Rebellen von einem Planeten aus Nachrichten senden. Finden Sie den Zielort, interagieren Sie mit der Datenschnittstelle und bringen Sie uns alles, was Sie finden können. Hoffentlich können wir damit die Quelle ausfindig machen. Danke, Direkt okay. Alter. Hätte ich auch alle löschen können, ne? Jetzt ist auch mal gut, ich hab's gerafft, Kay. Man darf nicht zu schnell machen, ne? Sonst löschen die sich irgendwie nicht. Okay.
So. Hat die kleine Dolphin nun so ein Ding drin? Planetenfahrzeughangar. Ja, hat sie. Jetzt überlege ich noch kurz. Wir müssen ja auf dem Planeten. Anders kann es hier eigentlich gar nicht sein. Welche? Ach so, ich müsste erstmal einmal durchscannen, damit ich den Ort finde, oder? Weil in Quinz selber gibt es jetzt nicht so viele. Gibt bloß die eine? Doch, da ist noch eine andere, die habe ich gerade nicht gesehen. Oder? Nö, ist ja bloß die eine Station. Oder heißt der Planet so? Der Planet heißt so. Aha, okay. Na gut, die Geschichte, würde ich mal sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal an mit der Dolphin. Ich tausche die mal aus. Die hat ein SAV drin. Das brauchen wir anscheinend auf jeden Fall. Ich bin gerade sehr, sehr verwirrt über die Mission hier in Quinz. Na gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Oh. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.